Guten Abend, verehrte Zuschauer. Die Kirchen haben am ersten Sonntag im Advent wieder zur Hilfe für die Armen der dritten Welt aufgerufen. Bundespräsident von Weizsäcker eröffnete in Hof an der Saale die Aktion Brot für die Welt der evangelischen Kirche. Er appellierte, sich nicht im Wohlstand abzukapseln und der Not zu verschließen. Der Hunger sei eine gewaltige Herausforderung, menschenwürdige Lebensbedingungen zu schaffen in einer Welt, die täglich enger zusammenrücke. Die Partner in den Ländern der dritten Welt sorgen dafür, dass unsere Spenden unterwegs nicht versickern, sondern dorthin fließen, wo sie wirklich gebraucht werden. Zunächst gilt es, denjenigen zu helfen, die unmittelbar vom Tod bedroht sind. Wer den Gesichtsausdruck der hungernden Menschen gesehen hat, der wird ihn nie wieder vergessen. So geht es mir mit meinen Eindrücken, die ich vor wenigen Wochen im Sudan gewann. In Gelsenkirchen ist die 25. Weihnachtsaktion des katholischen Adveniat-Hilfswerks eröffnet worden. Der Adveniat-Begründer, Bischof Hengsbach, rief zu Spenden für die kirchliche Arbeit in Mittel- und Südamerika auf. Ich bitte alle Katholiken der Bundesrepublik Deutschland, im Gutes tun nicht zu erlahmen und ganz besonders am Weihnachtsfest dieses Jubiläumsjahres der Kirche in Lateinamerika, nicht zuletzt im Hinblick auf die schrecklichen Naturkatastrophen in Chile, Mexiko und Kolumbien, mit einem besonders großen Opfer zur Hilfe zu kommen. Am Vorabend des Luxemburger Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Gemeinschaft sind die Chancen für eine baldige Reform der EG-Verträge gesunken. Bis zum frühen Abend hatten die Außenminister der Gemeinschaft versucht, die wichtigsten Streitpunkte aus dem Weg zu räumen. Bei den zweitägigen Verhandlungen soll es jedoch nur Annäherung in einigen Fragen gegeben haben. Meinungsverschiedenheiten gibt es nach wie vor bei wesentlichen Punkten, wie dem Plan eines europäischen Binnenmarktes ohne Grenzen, einer gemeinsamen Währungspolitik und erweiterter Rechte für das Europaparlament. Der frühere Bundeswirtschaftsminister Graf Lambsdorff hat die Industriepolitik des bayerischen Ministerpräsidenten Strauß, CSU, und des baden-württembergischen Regierungschefs Späth, CDU, kritisiert. Der FDP-Politiker sagte, wer Konzernpläne zimmere, Fusionen staatlich beeinflusse und außenwirtschaftliche Aktivitäten anzettele, greife die marktwirtschaftliche Ordnung an. Die SPD will nach Worten ihres außenpolitischen Fraktionssprechers Vogt in den nächsten Wochen weitere Vereinbarungen mit kommunistischen Parteien Osteuropas abschließen. Konkret nannte Vogt in einem Interview des Süddeutschen Rundfunks Abmachungen mit der CSSR über Umweltschutz, mit Ungarn über Zusammenarbeit in Wirtschaftsfragen und mit der DDR über einen nuklearfreien Korridor. Es gehe um politische Vorschläge für die zweite Phase der Entspannungspolitik, erläuterte Vogt. München feiert Karl Spitzweg, seinen berühmtesten Maler. Anlass ist sein 100. Todestag. Im Haus der Kunst ist das ganze Panorama von Spitzwegs Werk und Leben ausgebreitet. Thomas Wolf hat die Ausstellung besucht. Hereinspaziert ins Spitzwegland. Das Publikum kommt zuhauf. Warum? Also seine Bilder sind einfach, strahlen eine unwahrscheinliche Wärme aus. Und aus dem Grund besuche ich von Tirol aus die Ausstellung da. Sie kommen extra aus Tirol? Ja. Ich mag Spitzweg als Maler, weil er das damalige bürgerliche Leben in persiflierender Weise ausgedrückt hat, seine Originalität. Die Ausstellung hat den Münchner Maler und sein Jahrhundert, das 19., buchstäblich inszeniert und zugleich etwas angerichtet, was dem Publikum die Augen öffnet. Hier der Spitzwegschlager, der arme Poet. Dann wäre das, der Entwurf zum Bild, falsch. Das ist von Honoré Daumier, von dem führenden Zeichner der französischen Gesellschaftssatire. Hat der Münchner etwa bei dem Franzosen abgemalt? Wohl nicht. All die Kakteenfreunde, Sonntagsausflüge, Bücherwürmer, Schlafmützen, Zylinder und alten Böcke samt ihren lüsternen Blicken waren zu Spitzwegs Zeiten international im Schwang. Hier Spitzweg und dort Daumier. Das 19. Jahrhundert gierte nach der Schlüssellochreportage und nach intimen Schilderungen aus der bürgerlichen Welt. Allerdings war Daumier auf saftige Satire aus,
während Spitzweg nichts Höhnisches im Schilde führte, sondern die seltsamen Vögel seiner Anekdoten mit sanftem Spott behandelte, mit liebenswürdiger Ironie. Spitzweg war alles andere als ein Hypochonder. Er ist viel herumgereist, während in Europa Kriegsgefahr und Cholera grassierten. So führt uns die Ausstellung einen Spitzweg vor, der nicht mehr so recht passen will in das harmlose Spitzwegbild. Die Sportpfarrer der katholischen und der evangelischen Kirche, Jacobi und Metz, haben erneut gefordert, Sportwettkämpfe an Sonntagen einzuschränken. Der Deutsche Fußballbund sollte darüber nachdenken, die Bundesligaspiele nicht am Wochenende auszutragen. Dadurch könnten Schüler- und Jugendspiele in größerem Umfang bereits samstags stattfinden, sagte Jacobi im Deutschlandfunk. Lampion-Umzug auf dem Kurfürstendamm in Berlin. Viele tausend Kinder zogen mit selbst gebastelten Laternen über die berühmte Einkaufsstraße, die für den Verkehr total gesperrt war. Zu dem Umzug hatte die Initiative Impulse der 80er Jahre aufgerufen. Ihr gehören vor allem Geschäftsleute, Gastronomen und Vertreter von Banken an. Der Aufruf zum Lampion-Aufmarsch war in Berlin schon vorab kritisiert worden. Den Veranstaltern wurde Ausbeutung des kindlichen Gemüts zu Werbezwecken vorgeworfen. Ziel des Umzugs war der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche. Überfrierender Regen hat in Norddeutschland zu chaotischen Verkehrsverhältnissen geführt. In Hamburg und Schleswig-Holstein verwandelten sich Straßen und Autobahnen in gefährliche Eispisten. Jede Fahrt wurde zur tückischen Rutschpartie und nicht wenige landeten im Straßengraben. Mehr als 400 Unfälle ereigneten sich am Nachmittag. Der städtische Nahverkehr kam streckenweise völlig zum Erliegen. Mehrere Straßen mussten gesperrt werden, die Streudienste waren pausenlos unterwegs. Sie setzten erstmals wieder Salz ein, um der extremen Glätte Herr zu werden. Die Wetteraussichten bis morgen Abend. Im Norden stark bewölkt bis bedeckt und dabei Regen oder Sprühregen. Heute Nacht im Nordosten Glatteisregen. Im übrigen Deutschland teils neblig trüb, teils aufgelockert. Tiefstwerte heute Nacht 2 bis 6 Grad Celsius, im Nordosten noch vielfach unter 0 Grad. Höchsttemperaturen morgen 6 bis 13 Grad. Die weiteren Aussichten in ganz Deutschland mild. Die nächste Heute-Sendung gegen 0.45 Uhr.